Sie sind die Städte der Meere und die Giganten der Häfen. Größe heißt nicht Leistung. Einige gleiten über die Wasseroberfläche, andere erinnern an Science-Fiction-Filme. So etwas wurde nie zuvor gemacht. In manchen schlummert genug Energie, um damit 30.000 Häuser ein Jahr lang zu beheizen. Andere sind ebenso ausgeklügelt wie zweckmäßig. Das ist eine unglaubliche Maschine. Und bei einem werden sie regelrecht ausflippen. Megaschiffe. Jetzt bei Moderne Wunder. Was verdient die Bezeichnung Mega? In der Welt der Schiffe könnte es auf gigantische Größe hindeuten. Auf immense Antriebskraft. Innovative Technik oder das Vermögen, unsere Fantasie anzuregen. Wenn es um Geschwindigkeit geht, sind Meerrumpfschiffe definitiv mega. Schiffe mit mehr als einem Rumpf erreichen höhere Geschwindigkeiten, da sie leichter sind und einen geringeren Wasserwiderstand haben als normale Schiffe. Zudem sorgt die größere strukturelle Breite für eine bessere Kippstabilität. Ein Beispiel hierfür ist The Cat, Nordamerikas schnellste Autofähre. The Cat ist eine doppelrümpfige Katamaran-Schnellfähre und eines der weltweit größten Schiffe dieser Art. The Cat verkehrte auf saisonalen Routen zwischen Portland oder Bar Harbor im US-Staat Maine und Yarmouth in Nova Scotia und benötigt dafür nur halb so viel Zeit wie eine herkömmliche Fähre. Man gewöhnt sich eigentlich nie an die Schubkraft, wenn man innerhalb von 2 Minuten auf 40 Knoten beschleunigt, obwohl man 200 Fahrzeuge, darunter Busse und Wohnwagen, an Bord hat. Das ist noch immer ein besonderes Gefühl. Das Schiff ist mit 98 Metern Länge etwas kürzer und mit 27 Metern Breite knapp halb so breit wie ein Fußballfeld. Es kann ungefähr 220 Autos und 750 Passagiere an Bord nehmen. Da der Rumpf und die Aufbauten aus Aluminium sind, ist das Schiff stabil, liegt aber zugleich leicht im Wasser. So ist es gedacht. Die Schiffe sollen leicht und leistungsstark sein. Die 4 extra leichten Hochgeschwindigkeitsturbomotoren, die in den 2 schlanken Rümpfen des Katamarans untergebracht sind, entfesseln 38.000 PS. An dieser Stelle misst der Durchmesser knapp 4 Meter. Der Rumpf ist nirgendwo breiter, woraus ersichtlich wird, wie wenig sich tatsächlich im Wasser befindet. Der maximale Tiefgang beträgt 3,4 Meter. Bedenkt man, dass es bei den meisten Schiffen etwa 12 bis 14, manchmal sogar 18 Meter sind, ist das ziemlich wenig. Wenn die schlanken Rümpfe auf eine Welle treffen, gleiten sie hindurch statt darüber. Dadurch wird das Schiff stabilisiert und es liegt ruhig im Wasser. Während die Bauweise der Fähre zu besseren hydrodynamischen Eigenschaften verhilft, sind es die Motoren, die sie durch den Golf von Maine bringen. Von der Brücke aus überwacht die Besatzung die Maschinen und die dazugehörigen Wasserstrahldüsen. Im Grunde ist es dasselbe Prinzip wie bei einem Jetski, nur im größeren Maßstab und bei viel mehr Leistung. Das Wasser wird durch einen Einlass eingesaugt, durch einen Impeller geleitet und passiert dann den Stator, der dem Wasser das Drehmoment entzieht und es dann durch die Austrittsöffnung wieder ausstößt. Dadurch wird Schub erzeugt und das Schiff angetrieben. Bei Höchstgeschwindigkeiten durchströmen pro Sekunde mehr als 17.800 Liter Wasser die 4 Düsen. Bei diesem Tempo wäre ein gewöhnlicher privater Swimmingpool binnen 5 Sekunden voll. Die mächtigen Wasserstrahlen sind jedoch nicht nur für den Schub, sondern auch für die Steuerung dieses Megaschiffes verantwortlich. Jede Seitwärts- oder Drehbewegung entsteht dadurch, dass man die Düsen in die gewünschte Richtung stellt. Das Steuerrad dieses 826 Tonnen schweren Riesen erinnert jedoch eher an ein Spielzeug. Sie lässt sich gut manövrieren. Die Lenkung spricht sehr schnell an, fast wie bei einem Rennboot. Die Optik ist spektakulär. Die Form der Rümpfe ist natürlich auf maximale Geschwindigkeit ausgelegt. Doch erst auf See wird einem die Einmaligkeit dieses Schiffes richtig bewusst.
Die Firma Incat, die die Fähre baut, fertigt in Australien seit 1984 schnelle Katamarane und setzt ihr Know-how heute weltweit im Bereich der kommerziellen und militärischen Schifffahrt ein. Einige ihrer Modelle sind noch größer als The Cat und werden trotzdem bis zu 40 Knoten schnell. Und was geschieht, wenn man einem Katamaran einen weiteren Rumpf hinzufügt? Man erhält einen Trimaran. Der im Januar 2010 nach einem Zusammenstoß gesunkene Trimaran Earth Race umrundete 2008 die Erde in der für Motorboote neuen Rekordzeit von 60 Tagen, 23 Stunden und 49 Minuten und unterbot damit die bisherige Bestmarke um fast 14 Tage. Die speziell für dieses Vorhaben konstruierten Rümpfe durchbohrten die Wellen. Zudem konnte der Trimaran für mehrere Sekunden bis zu 7 Meter tief untertauchen. Die Hülle des 24 Meter langen und 7 Meter breiten Bootes war sehr leicht und bestand aus Kohlefaser und Kevlar. Damit war das Schiff stabil genug, um bis zu 15 Meter hohe Wellen zu meistern. Darüber hinaus wurde es mit Biodiesel betrieben und stieß keinerlei CO2 aus. Ein anderes, einzigartiges Schiff gleicht eher einer gewaltigen Boje denn einem Schiff. Seine Einzigartigkeit steckt bereits im Namen, Flip. Es gehört der US-Marine und wird zu Zwecken der akustischen Forschung der Scripps Institution of Oceanography der Universität von Kalifornien in San Diego eingesetzt. Obwohl Flip bereits mehrere Jahrzehnte alt ist, ist es bislang ein Unikat. Flip ist eine Forschungsplattform der Navy. Der Name steht für Floating Instrument Platform. Die Forscher des Instituts für Ozeanographie entwickelten das Konzept einer schwimmenden Instrumentenplattform, um die Schwankungen bei vertikaler Lage auf See zu minimieren. Aufgrund seiner sehr geringen Wasserlinie und des großen Abschnitts unter der Wasseroberfläche hat Flip bei Senkrechtstellung einen Tiefgang von über 90 Metern und verlagert sich um weniger als ein Zehntel der Wellenhöhe. Es steht also völlig ruhig im Meer und schwankt nicht, wie es ein normales Schiff tun würde. Das macht es sehr wertvoll für akustische Studien. Eine stabile Plattform sorgt für stabile Messgeräte. Und damit erhalten die Wissenschaftler präzisere Messergebnisse. Im Rahmen eines ozeanografischen Forschungsprojektes begibt sich Flip normalerweise 3 bis 4 Wochen auf See. Wissenschaftler können ihre Ausrüstung an 3 Tragearmen 18 Meter weit von der Plattform entfernt einsetzen, sodass sie nicht durch die Geräusche des Schiffes gestört werden und noch klarere akustische Signale empfangen. Da Flip über keinen eigenen Antrieb verfügt, wird es für Forschungseinsätze von einem Schleppboot der Navy aufs offene Meer gezogen. Bis dahin liegt es in horizontaler Position im Dock. Wenn wir Flip kippen, taucht dieses Ende unter und ist vollständig unter Wasser, bis hin zu dem roten Rohrstück dort vorne. In der Waagerechten sind die Ballasttanks mit Luft gefüllt. Um den Kippvorgang einzuleiten, lassen wir diese Luft entweichen und ersetzen sie durch Salzwasser. Dadurch ändert sich die Verdrängung des Achterschiffes, bis es schwerer ist als das verdrängte Wasser. Die 17 Meter über der Oberfläche sind dann der bewohnte Bereich, wo Crew und Wissenschaftler ihrer Arbeit nachgehen. Während des etwa 27-minütigen Vorgangs bleiben alle draußen auf Deck. Personen, die regelmäßig an Bord sind, legen sich gern flach auf das Deck. Wenn Flip sich in die Vertikale begibt, richten sie sich automatisch mit auf. Will man ein komplettes Schiff drehen, braucht man ein ausgeklügeltes Innenleben. Zu den verblüffenden Dingen auf Flip gehört die zweifache Badezimmerausstattung. Dass es 2 Waschbecken gibt, ist außergewöhnlich. Diese Kommode dreht sich um 90 Grad und bleibt so benutzbar. Die Dusche in diesem Badezimmer funktioniert nur im vertikalen Betrieb. Leider können wir die Duschen nicht umdrehen. Sogar die Motoren, die Flip mit Energie versorgen, sind beweglich. Wie alle schweren Geräte an Bord sind die Motoren drehbar gelagert. Sie haben integrierte Treibstofftanks und sind so frei beweglich. Durch die Aufhängung an Lagern sind auch die Generatoren,
Luftkompressoren, Kojen und sogar die Kombüse drehbar. Wir betreten nun den Kombüsenbereich, der ein gutes Beispiel dafür ist, wie die drehbar gelagerten Komponenten funktionieren. Bei horizontalem Betrieb wird das Lager durch einen Bolzen fixiert. Wenn man in die Vertikale gehen möchte, wird dieser entfernt, sodass die Kücheneinrichtung frei drehbar ist. Als wären drehbare Geräte nicht seltsam genug, lassen sich sogar ganze Räume auf den Kopf stellen. Wir betreten nun das Hauptlabor von Flip, wo sich die gesamte wissenschaftliche Ausrüstung befindet. Die Lichter an dem Schott hier werden dann zu Oberlichtern. Über uns kann man einen der Arbeitsplätze der Wissenschaftler sehen. Vor uns liegt ein Schlafraum mit 6 Kojen. Wenn sich Flip aufstellt, wird der Raum zum höchstgelegenen Bereich des Schiffes. Wir bezeichnen ihn gerne als Penthouse. Man könnte denken, es seien 2 verschiedene Schiffe, ein horizontales und ein vertikales. Sie unterscheiden sich wie Tag und Nacht. Wenn die Arbeit der Forscher getan ist und Flip wieder in die Horizontale gedreht werden soll, kommen 8 große Druckluftflaschen, die sich in den Ballasttanks befinden, zum Zuge. In etwa 20 Minuten presst die Druckluft das Wasser aus den Tanks und lässt die Plattform in die Waagrechte zurückkehren. Wenn Sie von Flip beeindruckt sind, wie steht's dann erst mit der weltgrößten Thermoskanne, die genug Energie mitführt, um 1 Million Häuser eine Woche lang mit Strom zu versorgen? Megaschiffe können einzigartig, rasend schnell, unheimlich kraftvoll oder riesengroß sein. Containerschiffe und Öltanker gehören zu den größten Wasserfahrzeugen überhaupt. Doch es ist ein anderer Superfrachter, der zu den derzeit gefragtesten Schiffstypen zählt. Tanker mit Flüssigerdgas, kurz LNG für Liquefied Natural Gas, transportieren einen der weltweit begehrtesten Rohstoffe. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Erdgasversorgung in weiten Teilen der Welt, insbesondere in Fernost, in Europa sowie zunehmend in den USA. LNG ist nichts anderes als Erdgas, das verflüssigt wird, indem man es auf minus 162 Grad Celsius abkühlt, wodurch es vom gasförmigen in den flüssigen Zustand wechselt. Die Verflüssigung vermindert das Volumen des Gases um den Faktor 600, weshalb die 267 Meter lange und 43 Meter breite BW Suez Boston gewaltige Mengen Erdgas bei einer Geschwindigkeit von etwa 20 Knoten oder 37 km/h transportieren kann. Das Schiff fasst 138.000 Kubikmeter Flüssigerdgas. Damit kann man 30.000 Durchschnittshaushalte ein Jahr lang beheizen oder 1 Million Haushalte eine Woche lang mit Strom versorgen. Flüssigerdgas ist weder entflammbar noch explosiv. Obwohl die Verflüssigung das brennbare Erdgas sicher macht, besteht bei manchen die Furcht vor einem Leck oder im schlimmsten Falle einem Terroranschlag auf das Schiff. Sollte ein Flugzeug oder eine Rakete einen der Tanks treffen, würde sich das Flüssigerdgas anders als eine Bombe nicht entzünden oder explodieren. Es würde vielmehr entweichen und sich als Gas verflüchtigen. Finge es Feuer, so wäre davon sehr wahrscheinlich nur der Bereich direkt um das Schiff betroffen. Trotzdem hat der Grad der Besorgnis zu strengeren Sicherheitsauflagen für jeden LNG-Tanker und Umschlagplatz geführt. Dazu gehört erhöhte Alarmbereitschaft sowie die Überwachung aller ein- und auslaufenden LNG-Schiffe durch die Küstenwache. Sie kommen an Bord, um Ausrüstung und Betrieb auf Übereinstimmung mit den Sicherheitsrichtlinien zu prüfen. LNG-Tanker sind seit über 50 Jahren im Einsatz. In den über 50.000 Fahrten, seitdem es sie gibt, kam es nie zum Austritt von Flüssigerdgas infolge eines Unfalls. Beinahe die gesamte Konstruktion ist vom Streben nach Sicherheit geprägt. So verfügen etwa alle LNG-Schiffe über eine doppelte Hülle. Bei der BW Suez Boston beträgt der Abstand zwischen der äußeren und inneren Hülle etwa 2,5 Meter. Die innere Hülle birgt 4 doppelwandige Sicherheitstanks, in denen das Flüssigerdgas lagert. Der Zwischenraum zwischen den beiden Wänden des Tanks sowie zwischen Tank und innerer Hülle ist mit einer Isolierung versehen. Stickstoff füllt jede Lücke in der Isolierung und ermöglicht es, auch das kleinste Leck sofort aufzuspüren.
Danach könnte es einen Umschlagplatz ansteuern, seine Fracht löschen und zur Reparatur in die Werft gehen. Obwohl ein LNG-Tanker gekühlte Ladung transportiert, hat er selbst keine Kühlanlage. Das Schiff sowie die Gastanks sind einfach sehr gut isoliert. Am besten stellt man es sich als eine riesige schwimmende Thermoskanne vor. Auf der Seereise von Trinidad nach Boston lässt der Tanker eine geringe Menge Dampf ab. Dies verhindert den Druckanstieg in den Tanks und hält die Temperatur konstant niedrig. Wir sprechen von Boil-off-Gas. Es dient als Treibstoff für die Motoren, ist also sehr effizient. Sollte das Boil-off-System aus irgendeinem Grunde versagen, existiert noch eine Sicherheitsvorkehrung. Hinter mir sieht man diese vier grünen Türme. Tatsächlich handelt es sich um Entlüftungsmasten, die je zu einem der vier Gastanks gehören. Ehe es zu einem Druckanstieg in den Tanks käme, würden diese Masten als Überdruckventile agieren und das Abdampfgas sicher in die Atmosphäre entlassen. Normalerweise ist das Schiff 5 bis 6 Tage auf See, um dann für etwa 24 bis 30 Stunden zum Be- und Entladen anzulegen. Das Schiff wird soeben entladen. Hinter mir sieht man die sogenannten Ladearme. Sobald die Ladearme mit den Rohrleitungen des Schiffes verbunden sind, wird das Flüssigerdgas aus den Schiffstanks in unsere Lagertanks gepumpt. Gleichzeitig pumpen wir es aus den Lagertanks in unsere Verdampfer, die es wieder in den gasförmigen Zustand überführen und direkt in die Häuser der Verbraucher leiten. Von unserem Umschlagplatz aus decken wir 20% des Gasbedarfs in Neuengland. Mit der Nachfrage nach Erdgas wächst auch die LNG-Flotte. Vor 6 Jahren gab es vielleicht 100 oder 120 LNG-Tanker. Heute liegt die Zahl etwas über 300. Und auch in Zukunft deutet alles auf weiteres Wachstum in der Branche hin. Doch wie manövriert man einen gewaltigen Flüssiggastanker sicher in den Hafen und wieder hinaus? Mit ultrastarken Schleppern. Verglichen mit den riesigen Frachtern mögen sie klein wirken, doch ihre mangelnde Größe machen sie durch Leistung wett. Zwar verrichten Schlepper ihren Dienst schon seit fast 200 Jahren, doch wurden sie erst in den 1920ern dank des Dieselmotors zu den Zugpferden, die wir heute kennen. Die Massenproduktion von Dieselmotoren veränderte alles. Die Reichweite wurde erhöht und durch die leichtere Antriebseinheit konnten die Schlepper längere Strecken zurücklegen. Eine weitere Erfindung der 1920er waren die Gummipuffer, für die bis heute alte Lastwagen und Flugzeugreifen wiederverwendet werden. Zugleich wurde die Zugkraft einiger Schlepper durch eine weitere Innovation erhöht. Trosse aus Polyethylenfaser sind leichter und doch stärker als jedes andere Seil der Welt. Ein 5 cm dickes Exemplar ist reißfest bis zu einer Belastung von 1100 kN. Im Wesentlichen haben sich Schlepper in den Jahren kaum verändert. Hochseeschlepper sind gewöhnlich größer, um besser auf dem offenen Meer zurechtzukommen. Flussschlepper oder Schubboote befördern Frachtkähne flussauf oder abwärts. Und Hafenschlepper sind meist kleiner und wendiger. Dadurch können sie besser durch schmale Hafenkanäle steuern. Sie verfügen außerdem über große Kräfte. Größer heißt nicht mehr Leistung. Bei einem mittelgroßen Tanker kommen auf eine Tonne Gewicht etwa 0,2 PS, während es bei einem unserer kleineren Schlepper etwa 14 PS pro Tonne sein dürften. Das ist 70 Mal so viel. Schlepper sind also enorm stark, als hätten sie einen Allradantrieb. Sie verfügen über eine immense Zugkraft und kommen selten vom Kurs ab. Sie sind zwar nicht schnell, aber dafür wurden sie auch nicht gebaut. Die Schlepper vom Typ Dolphin, die von Voss Maritime eingesetzt werden, sind auf Leistung ausgelegt und können mit einer Kraft von fast 800 kN Schiffe ziehen, die über 1000 Mal so groß sind wie sie selbst. Ein Schleppboot bezieht seine Kraft dabei nicht nur aus seinen Motoren und Generatoren, sondern auch aus 2 Propellergondeln am Heck. Beide Antriebseinheiten bestehen aus einem Propeller und einer Düse, die um 360 Grad drehbar ist.
Man spricht auch von Traktorschleppern, da sie den Schub der Propeller beliebig steuern können. Das Boot kann also in jede gewünschte Richtung gelenkt werden, sei es seitwärts, diagonal oder sogar im Kreis. Das ist besonders dann wichtig, wenn man sich durch die engen Kanäle des Hafens von Long Beach bewegt. Wir fertigen jetzt ein kleineres Containerschiff ab. Einer am Bug. Roger. Wir ziehen ihn am Bug aus dem Dock. Und schon ist er unterwegs. Obwohl die Firma Voss Häfen auf der ganzen Welt mit Schleppern aller Größen bedient, gehört Long Beach zu den wenigen, wo eines ihrer neuesten, stärksten und umweltfreundlichsten Schleppboote eingesetzt wird. Die Carolyn Dorothy ist das erste und einzige Schleppboot weltweit mit Hybridantrieb. Wenn wir uns im Hafen bewegen, was 80% der Zeit ausmacht, laufen die Maschinen meistens bei etwa 10-15%. Auf die Arbeit mit Schiffen, für die wir die volle Kraft benötigen, entfallen nur 20% der Zeit. Die Hybrid- sowie die traditionelleren Dolphinschlepper können beide bis zu 5080 PS entfachen, was etwa 50 durchschnittlichen viertürigen Limousinen gleichkommt. Mögen sie sich auch äußerlich stark ähneln, so trifft dies keineswegs auf ihr Innenleben zu. Der Hybridschlepper verfügt über zwei Diesel-Hauptaggregate mit jeweils 1800 PS sowie zwei 440 PS starke Generatoren und 10 Tonnen an Batterien. Wir können uns ganz umweltfreundlich nur mit den Batterien fortbewegen oder einen Generator zuschalten, womit ca. 6,5 Knoten möglich sind. Das lässt sich durch Hinzufügen eines weiteren Antriebs beliebig steigern. Auf diese Weise geht es weiter, bis schließlich 90% erreicht sind. Wenn wir dann noch mehr Leistung brauchen, greifen wir auf die vollen Batterien zurück und kommen so auf 100%. Ursprünglich gingen wir von einer Minderung der Emissionen um etwa 44% und des Benzinverbrauchs um etwa 20-30% aus. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass es noch weit mehr sein wird. Es funktioniert viel besser als erwartet. Wenn das Beispiel Schule macht, ließe sich damit viel bewirken. Es macht richtig Spaß, in deiner Branche Trends zu setzen. Bei Schleppbooten geht es um große Kraft in einem kleinen Gefährt. Doch braucht es ein Schiff wahrhaft titanischer Ausmaße, um mehr als 4000 Gäste zu verwöhnen. Wenn es um überdimensionierte Schiffe geht, können sich nur wenige mit großen Kreuzfahrtschiffen messen. In einem Meer voll solcher Giganten überragt die Freedom-Klasse der Royal Caribbean derzeit alle anderen. Zu dieser Klasse gehört die Liberty of the Seas, die am Tag unseres Besuchs in Miami vor Anker lag. Die Dimensionen der Liberty of the Seas sind wirklich verblüffend. Sie wiegt 160.000 Bruttoregistertonnen. Sie ist fast 340 Meter lang, ragt 63 Meter über dem Meeresspiegel auf und ist 56 Meter breit. Das mächtige Schiff ist dreimal so schwer wie der historische Ozeanriese Titanic. Zudem etwa 27 Meter breiter, 21 Meter höher und über 60 Meter länger. Doch wie schneidet die Liberty of the Seas im Vergleich zur Mayflower ab? Ungefähr 36 Mayflowers fänden mühelos auf dem Hauptdeck der Liberty Platz. Ihre Länge entspricht in etwa der Höhe des Empire State Buildings. Sie ist riesig. Ein gewaltiges Schiff bedeutet mehr Gäste und Besatzungsmitglieder. An Bord befinden sich 3600 Gäste und etwas über 1300 Crewmitglieder. Es ist wie eine schwimmende Stadt und die 1300 Angestellten sind für absolut alles verantwortlich. Für die Besatzung gibt es keinen Urlaub. Die Liberty of the Seas kam heute Morgen um 6 Uhr an und wird am Nachmittag gegen 17 Uhr ablegen. Die Abfertigung ist rasant. Binnen ungefähr 8 dieser 11 Stunden muss die Mannschaft das Gepäck von 3600 Menschen transportieren sowie die Wochenverpflegung für beinahe 5000 Leute beschaffen. Wir befinden uns in der Achtersektion des Schiffes, wo gerade die Lebensmittelvorräte aufgestockt werden. Wir laden zum Beispiel ca. 3000 Kilogramm Zucker und 5000 Kilo Mehl ein, nur für die 7 Tage. Dazu kommen 7000 Kilo Geflügel, sowie fast 87.000 Bierflaschen und Dosen, die auf keiner Reise fehlen dürfen. Das macht ganz schön viel Arbeit. Während die Gäste die Annehmlichkeiten an Bord genießen, muss die Brückenbesatzung das Ungetüm durch die Meere steuern.
Das Schiff fährt sich eigentlich wie eine Yacht. Es ist groß und schwer, aber hat genug Kraft und ist gut steuerbar. Man kann damit praktisch auf eine Briefmarke wenden. Das liegt zum Teil an den beiden Antriebssystemen mit Propellergondeln, die es ihm erlauben, ohne die Hilfe von Schleppern jede beliebige Richtung einzuschlagen. Zum besseren Manövrieren in und aus dem Hafen bedient sich die Crew zusätzlich des guten alten Steuerrades. Wir haben direkte Kontrolle und können den Rudergänger anweisen. Falls nötig, passt er sofort den Kurs an und ändert die Ruderstellung. Noch bevor das Schiff das Dock verlässt, plant ein Navigator die Route sicherheitshalber bis ins kleinste Detail voraus. Wir haben die Route im Computer sowie auf der Papierkarte. Für die Planung ist der Navigationsoffizier zuständig. Sobald der Kurs im Computer ist, fällt das Steuern relativ leicht. Auf den Strecken zwischen den Häfen sind wir meist per Autopilot unterwegs. Auf der offenen See erreicht die schwimmende Stadt eine Reisegeschwindigkeit von etwa 22 Knoten oder 40 km/h. Das ist schnell genug, um Wasserski zu fahren. Damit das Schiff durch die Meere kreuzen kann, ist ein imposantes dieselelektrisches Antriebssystem nötig. 6 Maschinen und Generatoren entwickeln bis zu 105.000 PS. Sowie eine elektrische Leistung von bis zu 75 Kilowatt, um das übrige Schiff mit Strom zu versorgen. Dieselben Maschinen erzeugen Strom für das gesamte Schiff und den Motor, der es antreibt. Bei 5000 Menschen an Bord gleicht es einer Kleinstadt. Also haben wir auch das gleiche Kraftwerk wie eine Kleinstadt an Land. Vom Maschinenraum aus überwacht die Besatzung die gesamte technische Ausrüstung sowie die raffinierte Wasserversorgung. Der Großteil des Wassers, das hier getrunken oder für Swimmingpools, Duschen und dergleichen verwendet wird, wird hier an Bord produziert. 2 sogenannte Evaporatoren und 2 Umkehrosmoseanlagen wandeln täglich über 2,6 Millionen Liter Salzwasser in Süßwasser um. Wir kommen völlig ohne Frischwasserversorgung vom Land aus. Ein Teil dieses Wassers dient dem Betrieb der 3 Schwimmbecken, 6 Whirlpools, eines kleinen Wasserparks, eines Surf-Simulators namens Flow Rider sowie einer Eislaufbahn. Denen, die lieber trocken bleiben, bietet das gigantische Schiff zahlreiche Restaurants, ein Basketballfeld, einen Minigolfplatz und eine Kletterwand. Den Mittelpunkt bildet eine gewaltige Einkaufspromenade, die beinahe ein Drittel der Schiffslänge einnimmt und Königspromenade genannt wird. Es ist so enorm weiträumig, dass man denkt, man gehe die Straße einer Stadt entlang, auf die von oben die Gästekabinen herabblicken. Obgleich es auf Passagierkomfort ausgerichtete Schiffe bereits seit dem 18. Jahrhundert gibt, nahm der moderne Kreuzfahrttourismus erst in den späten 1950ern seinen Anfang, der mit dem Anbruch des Düsenjet-Zeitalters zusammenfiel. Während man mit großen Flugzeugen schnell zum Ziel kam, wurde der Aufenthalt auf See plötzlich wichtiger als das Ziel der Reise. Royal Caribbean wurde 1969 gegründet. Seitdem haben sich unsere Schiffe so entwickelt, dass sich ihre Größe alle 10 Jahre verdoppelte. Bevor ein Kreuzfahrtschiff dieser Größenordnung vom Stapel läuft, sind mindestens 2 Jahre Planung und Entwurf sowie 2 weitere Jahre Bauzeit nötig. Wenngleich die Freedom-Schiffe der Royal Caribbean ihren Megastatus verdienen, teilen sie sich den Ozean seit 2009 mit einer noch größeren Klasse, die bis zu 5.400 Gästen Platz bietet. Die Oasis of the Seas und ihr Schwesterschiff Allure of the Seas werden erstmals über die 200.000-Tonnen-Marke gehen. Übergroße Kreuzfahrtschiffe wissen zu beeindrucken. Doch müssen sie vor vielen der Aufgaben kapitulieren, die dieses kleinere Fahrzeug der US Navy bewältigt. Verschiedene Schiffe dienen unterschiedlichen Zwecken. Containerschiffe sind auf den Transport von Trocken- oder Kühlgut spezialisiert. Und Tanker befördern Treibstoff. Doch dieses vielseitige Exemplar kann beides. Für die US-Marine ist genau das die Rolle der Carl Brashear. Die USNS Carl Brashear ist nach dem ersten schwarzen Tauchmeister der Navy benannt, der auch als erster Beinamputierter wieder in den aktiven Dienst zurückkehrte.
Wir kommen brandneu aus der Werft. Das Military Sealift Command, kurz MSC der US-Marine, stellte die Carl Brashear im September 2008 in Dienst. Auf dem Schiff tun 124 zivile Seeleute Dienst, die von einem 49-köpfigen militärischen Kontingent unterstützt werden. Die Navy hat die Logistik aller Hilfsdienste zur See dem Seetransportkommando übertragen, weshalb wir sie mit ihrem gesamten Bedarf an Munition, Treibstoff und Proviant versorgen. Das Schiff ist zudem Teil der TAKE-Flotte des MSC, der die neuesten und modernsten Versorgungsschiffe angehören. Diese Trossschiffe können jedwedes Schiff bedienen. Seien es Flugzeugträger, Fregatten und U-Boote der US Navy oder Militärfahrzeuge fremder Staaten. Je nach Mission wird das MSC alles tun, um den benötigten Nachschub zu liefern. Der Transport von Kraftstoff und Nachschubgütern ist eine Sache. Doch das Spezialgebiet der Carl Brashear ist deren Transfer auf ein anderes Schiff. Wenn alles wie geplant klappt, sollte die Operation so harmonisch wie eine Symphonie ablaufen. Ziel der mobilen Seeversorgung ist es, Fracht von einem Schiff auf das andere zu bewegen, während beide etwa 60 Meter Abstand und eine konstante Geschwindigkeit von rund 25 km/h einhalten. Der erste Schritt bei der mobilen Seeversorgung ist das Abfeuern der Schießschnur. Am Anfang kommt dieses Projektil in die Mündung des modifizierten M14-Gewehrs, während die Schießschnur in diesen Halter gelegt wird. Auf Befehl des Kapitäns blasen wir einmal in die Trillerpfeife. Wenn die drüben bereit sind, pfeifen sie zweimal und wir feuern das Projektil auf ihr Deck. Die Mannschaft bindet die Schießschnur an eine schwere geflochtene Leine, die an einem Spanndraht befestigt ist. Die ganze Verbindung hängt von dem Draht ab. Sie ziehen ihn zu sich hinüber und auf ihr Zeichen setzen wir ihn unter Zugspannung, sodass alles richtig schön straff ist. Das ist stabil genug, um mehr als 3,5 Tonnen Fracht oder Kraftstoff auf einmal zu tragen. Für geringere Lasten kann zudem der bordeigene Helikopter eingesetzt werden. Der Schiffsgigant bietet genug Platz für 22.000 Kubikmeter Trockenladung, was annähernd einem zwei Stockwerke hohen Fußballfeld entspricht. Damit können die 25 Gabelstapler der Carl Brashear auf jeder Fahrt mehr als 2.500 Paletten mit Versorgungsgütern wie Nahrung und Munition befördern. Wir führen massenhaft Munition, wie Raketen, Bomben und kleine Geschosse mit. Das heißt, alles, was auf konventionelle Art detoniert. Zudem transportiert die Carl Brashear 3,8 Millionen Liter Nachschubtreibstoff. Es handelt sich zu 70% um Marinedieselöl und zu 30% um JP-5-Kerosin. Das Marinedieselöl ist für Navy-Fahrzeuge mit Schiffsdieselmotoren. JP-5 ist das Kerosin, das normalerweise für Starrflügelflugzeuge oder für Hubschrauber verwendet wird. Pro Minute können 9.500 Liter JP-5 und 11.000 Liter Marinedieselöl zum Empfängerschiff gepumpt werden. Falls dort noch mehr Diesel benötigt wird, kann ein Versorgungsschiff einen Teil seines eigenen Kraftstoffvorrats von 3,8 Millionen Litern transferieren. Wenn sie auch in Sachen Frachtbeförderung zu beeindrucken weiß, macht doch erst ihre Steuerung, die Carl Brashear, endgültig zum Megaschiff. Die Brücke ist so gestaltet, dass eine Person sie alleine bedienen könnte. Noch arbeiten wir nicht so, aber möglich wäre es. Wir können eine Route von hier zu unserem Bestimmungsort berechnen und sobald wir aus dem Kanal heraus sind, schalten wir den Computer ein und lassen ihn die Steuerung übernehmen. Alles, was ich während meiner Schicht zum Navigieren brauche, befindet sich hier. Das habe ich bisher auf keinem anderen Schiff gesehen. Mit diesen Konsolen haben wir alles unter Kontrolle. Es gibt vier identische Konsolen an verschiedenen Orten auf dem Schiff. Ich habe eine davon in meiner Kabine, sodass ich stets alles im Blick habe. Auch der Maschinenraum ist hochautomatisiert. Wir sind hier im Maschinenleitstand. Von hier wird der Maschinenraum gesteuert. Im Moment ist Hauptdieselgenerator Nummer 2 online. Wollten wir einen weiteren starten, müssten wir nur auf den Knopf drücken. Mit dem Seetransportkommando unterstützen wir die Marine auch im Konfliktfall. Wir beliefern die Navy-Jungs, wo immer sie auch sind.
Als nicht kämpfender Teil der Navy um die Welt zu fahren, mag nicht ohne Risiko sein, doch es hat auch seine Vorteile. Jeder Pirat, der ein militärisches Schiff angreift, ist ein dummer Pirat. Die Carbrashear mag im Inneren hochkomplex sein, doch sieht sie zumindest äußerlich wie ein konventionelles Schiff aus. Nicht so jedoch ein anderes Mega-Wasserfahrzeug, das so ungewöhnlich ist, dass sein Einsatzgebiet erst noch zu bestimmen ist. Neue Megaschiffe werden nicht nur von großen Unternehmen in mächtigen Werften gebaut. Einige entstehen zunächst in kleinen Garagen, wie dieser der Zentrale von Marine Advanced Research. Sie ist zugleich die Werkstatt von Ugo Conti, einem Mann mit dem Traum von einem radikal neuen Schiffsdesign. Sein neuartiges Konzept nennt er wellenadaptives Modularvehikel, kurz WAMV. Die Vision zu Beginn des Projektes bestand darin, auf einem Sturm zu reiten. Das ist beinahe wie Surfen. Das heißt, man bändigt die Welle und lässt sich tragen. Soweit die Fantasie. Damit es Realität wird, muss man natürlich viel Technologie entwickeln und eine Menge Geld aufbringen. Nach Jahren der Entwicklung und Unterstützung durch Investoren schuf Ugo Conti einen 30 Meter langen Prototypen namens Proteus. Überall auf der Welt ist man fasziniert davon, dass es eine neue Gattung gibt. Man nennt es das Spinnenboot. Der Schlüssel zu diesem spinnenartigen Boot liegt in der Katamaranbauweise, flexiblen Rümpfen und Aufbauten sowie Federelementen. Dadurch kann sich das Gefährt dem Wasser anpassen, statt das Wasser dem Gefährt. Oben an diesem Bogenträger sitzt ein Kugelgelenk, das es den beiden Rümpfen erlaubt, sich teilweise unabhängig voneinander zu bewegen, wenn sie auf Wellen stoßen. Das wiederum sorgt für eine viel ruhigere Fahrt für den zentralen Aufbau hier oben. Die Rümpfe sind beweglich, die Bögen sind beweglich, aber der Aufbau bleibt ruhig, völlig unabhängig vom Seegang. Durch sein geringes Gewicht kann das Boot über die Wellen gleiten. Der zentrale Aufbau besteht hauptsächlich aus eluxiertem Aluminium. Die aufblasbaren Rümpfe sind aus Polyurethanfaser, während für die Federungen Titan zum Einsatz kommt. Der Rumpf ist aufblasbar. Der Vorteil liegt darin, dass er weich ist und deshalb kleine Wellen absorbieren kann, wie ein Autoreifen auf einer Felge. Um die Technik hinter der Konstruktion des WAMV zu veranschaulichen, präsentiert Ugo Conti seine neueste Schöpfung. Eine knapp 4 Meter lange Version für autonome Missionen. Wie man sieht, ist dieses Exemplar gefedert. Dadurch verringert sich bei Wellengang auf See die Bewegung der eigentlichen Ladung, die sich dort oben befindet. Hierbei handelt es sich gleichzeitig um Federn und Stoßdämpfer. Und hier um eine andere Art von Federung, die am Anfang weich ist und zum Schluss hin härter wird. Trifft man also auf eine hohe Welle, dann bohrt sich das Boot nicht in die Welle hinein und widersetzt sich ihr, sodass es abbremst und womöglich sogar kentert, was bei Katamaranen schon mal vorkommt. Stattdessen klappt es hier nach oben, worin ein großer Vorteil liegt. Hat man einen Unfall oder kollidiert mit etwas, entsteht keinerlei Schaden an dem Objekt sowie am Boot selbst. Die Proteus und ihr kleines Schwesternschiff weisen ein klappbares Antriebssystem am Heck auf. Durch das Scharnier wird diese Bewegung möglich. Das heißt, der Propeller oder die Strahldüse ist frei beweglich und bleibt selbst dann im Wasser, wenn es sich wölbt. Wäre der Antrieb starr, würde er durch die Wellen aus dem Wasser gehoben und man verlöre an Schub. Während das kleinere WAMV einen computergesteuerten Aufsatz bekommen wird, hat Ugo Conti die größere Proteus so konzipiert, dass ihr Modul je nach Verwendungszweck austauschbar ist. Für die wissenschaftliche Forschung möchte man zum Beispiel ein Modul, das als Chemielabor fungiert, ein anderes als Biologielabor und wieder ein anderes als Tauchplattform. Mannigfache Module bringen mannigfache Nutzungsmöglichkeiten für die Proteus mit sich. Einer der interessantesten Aspekte ist der Einsatz als Brückenkran auf dem Wasser.
Bei einer Rettungsmission etwa kann sie sich über Schiffsbrüchige positionieren und sie wie ein Hubschrauber nach oben ziehen. Gleichzeitig kann sie aber im Gegensatz zum Helikopter mit seiner geringen Reichweite viel länger auf See bleiben und viel weiter hinausfahren. Dann wäre da noch die Forschung in Meeresschutzgebieten, wobei es sich für gewöhnlich um sehr sensible Gebiete handelt. Da wäre es hilfreich, ein Gefährt zu haben, das die Umwelt kaum beeinträchtigt und über einzigartige Fähigkeiten verfügt. Es wäre schön, sie bald in allen Größen im Einsatz zu sehen. Das ist meine Vision für die Zukunft. Das WAMV ist nur eines von vielen revolutionären Wasserfahrzeugen. Wenn es auch nicht als Schiff zählt, hat sich dieses unscheinbare kleine Luftkissenboot das Prädikat Mega doch mehr als verdient. Bei geringen Geschwindigkeiten streicht der Hoverwing von Universal Hovercraft sanft über den Fluss. Doch nach Beschleunigung auf 90 km/h wird man Zeuge, wie er bis zu 3 Meter hoch über dem Wasser fliegt. Durchaus beachtlich für ein Gefährt, das für nur 10.000 bis 14.000 US-Dollar zu haben ist, selbst wenn man zu diesem Preis lediglich einen Bausatz ersteht. Noch bietet das knapp 6 Meter lange Fahrzeug nur 2 bis 6 Personen Platz. Doch ein Ausbau würde daraus ein potenzielles Megaschiff machen. Im fernen Australien verleiht derweil das Unternehmen Solar Sailor Schiffen Flügel der anderen Art. Fähren für 100 Passagiere verfügen über einen Hybridantrieb mit Sonnensegeln. Die Solarenergie liefert bei einer Geschwindigkeit von 5 Knoten bis zu 100% sowie bei 10 Knoten etwa 20% der Antriebsleistung. Der nächste Schritt bestünde darin, Schiffe aller Formen und Größen mit Sonnensegeln auszustatten. Wenn das geschieht, werden künftige Megaschiffe sogar noch spektakulärer und effizienter sein. We'll be right back.